to get past these two if I want to reach Dickie. I need to get them to look away from his trailer. Around Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction. It's at the opposite end of the camp. They'd have their backs turned to me. But I still need a place to hide. They'd suspect me right away. Cabin stands right in the middle of the camp, far enough from everyone for them to not notice me. Close enough to reach Dickie before they come back. It'd be my best shot. I have a plan. All that remains is to figure out the details. Okay, also muss ich wieder Hinweise suchen. Hier haben wir ein Buch. The Promethean Tradition Pre-Socratic Philosophy. Dog-eared and well-read. I saw this picture in Ethan's bar, only intact. Guess I know who's been cut out. Moment, war das nicht das, sondern das hier? Das Tent? Makeshift ashtray. Probably keeps down on fire risks. Sehr geehrter Mr. Reynolds. Wer ist denn Mr. Reynolds? Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass West Virginia Coal Insolvenzantrag der Patra 7 gestellt hat. Achso, das ist okay, das ist eher wahrscheinlich. Infolgedessen wird ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst, okay. Meist über Schusswaffen und Erotik. Das kannst du schon alleine, okay. Mine still. No use. They won't let me anywhere near his trailer. I need a distraction. Ja. Vielleicht muss ich erst hier irgendwie anfangen, was zu finden. They seem pretty proud of this place. Not what I was expecting. Shovel, hose, bucket. Nothing useful, but there's enough room to hide in here. Ja, ich habe jetzt schon mal was zum Verstecken gefunden. If they're in a panic, they might not see me hiding under this. It's deep enough. Could squeeze in here. Weiß nicht, ob die jetzt neue Dialogoptionen haben. Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt habe ich hier drei Sachen gefunden, wo ich mich verstecken kann. Aber ich muss jetzt trotzdem noch irgendwie ein Ablenkungsmanöver bei diesem Zelt machen, oder? Und für den Dickie, für die Möglichkeit... Ich dachte... War das nicht... Vielleicht muss ich doch nochmal mit ihr reden, weil das ja ihr Zelt war oder so. I don't know. You're Ethan's sister, right? Was his sister. How do you stop being someone's sister? He tried to make every decision in my life. Same as the rest of my old family. Though Ethan was by far the most suffocating. I didn't like who I was when I was around him. I didn't like either of us. So you two don't ever talk to each other anymore? Not really. Well, the last time we did, I ended up coming here. Maybe was his sister was harsh. You can tell him we've talked, if you gotta. It's probably time I leave you alone. Hey, you're probably right. Okay, wer war denn jetzt Ethan nochmal jetzt genau? Walter, you...
Es gibt keinen Ethan. Doch. Ah, er ist Ethan. Also ich soll für ein Ablenkungsmanöver sorgen. With all the flammable lacquer and varnish, this thing catching fire is sure to divert attention. It's out of the way, so no one should get hurt, but there will be lots of chaos. Naja, also da kann auch noch mehr brennen. Also ist jetzt nicht so, dass das komplett ungefährlich ist. It won't take long for the fire to reach those, and when it does, go up in flames in a second. These shavings would be perfect kindling. The statue will be collateral damage once the fire spreads. No other option. If I lit the wood shavings, the varnish on the statue would catch fire. Varnish. Cans empty, probably used on that statue. Very flammable stuff. I can get the fire going, but it won't do any good if they put it out right away. I need to check for ways they could put it out. The fire needs to burn long enough to distract, but small enough to be manageable. Don't want to see the whole place go up in flames. Kamera hat dann ja doch noch mal irgendwie hier hingeschwenkt. Hier irgendwas. Nee. Einmal mit Sand. Die lassen mich auch einfach in ihre Zelte gehen. Ist eigentlich auch ganz nett, aber... Wasserschlauch. If I sabotage Lynette's old hose, she'll have to find something else to put the fire out with. Ich meine, sie kann das Feuer versuchen, mit dem Sandeimer zu löschen. Kein Strom nötig, einfach und praktisch. Ich meine, hier ist ja auch Wasser. Also man müsste halt einfach nur zum Fluss oder zum See rennen. Moment, soll ich dafür vielleicht irgendwie den Eimer leeren? Not a concern. Sand is effective against fire, but not that effective. Ja, aber ich könnte ja den da passend schon mal mit, weiß ich nicht. Was können wir noch das Feuer löschen? Oh. I saw a fire extinguisher in here earlier. If Tyler gets it, the fire might not burn long enough for me to reach Dickie. If I hid Tyler's keys, it'd take him longer to get the fire extinguisher from his trunk. I've got everything I need, but I won't be able to do it by myself. I need Anna's help. Okay, dann ab zu Anna. Also es ist schon ein bisschen crazyer Plan und sehr gefährlich. Also so ein gelegtes Feuer kann auch sehr schnell außer Kontrolle geraten. Weiß ja nicht, aber... I found him. Where? The goon squad won't let me near it. Lynette isn't gonna be any better. They look after their own. I can get there, but I'll need your help. Also es ist schon ein sehr dummer und blöder Plan, da jetzt ein Feuer zu legen. Also da müsste es auch andere Möglichkeiten geben. Ich könnte auch einfach sagen, irgendwie mit Anna, wir fahren jetzt. Dann gehen wir durch den Wald irgendwie von der anderen Seite oder so hin. So ein Feuer zu legen, da ist schon ziemlich dämlich. Und gefährlich.
Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Tyler and JR will leave to put the fire out. It'll give me a window of opportunity to run to Dickie's trailer unnoticed. Okay. Hey, Moment, was? Okay, da ist die Hütte. Okay, ich muss jetzt hier eine Sache entscheiden, oder wie? End wann rauskommen? Nach JD, sobald allein. Wenn das Feuer lodert. Naja, ich würde sagen, rauskommen, sobald ich alleine bin, nach JD. Der, also nach dem letzten, der hilft, oder? Sollte er natürlich Schlüssel zum... Das ist doch ziemlich egal, oder? Tyler will see me under there if he comes into the cabin. Okay. Dann würde ich mal sagen... Schrank? Aber im Schrank sehe ich vielleicht nicht, wann ich los muss, oder? Okay, Schrank ist auch keine gute Idee. If Anna breaks the hose, Lynette will look for a spare in the closet. Dann hinter den Vorhang. Breaks the hose, Lynette will look for a spare in the closet. Das heißt, ich muss los nach J. Nee, sobald alleine. Oder? Was heißt so bald alleine? So, und jetzt sollte er los. Ah, es ist jetzt schon ein ziemlicher, gefährlicher Aufwand, nur um dahin zu kommen. Da sollte es eigentlich auch andere Möglichkeiten für geben. Aber hey. You'll have to be cautious. I need you to sabotage the water. Also an ihrer Stelle würde ich ja nicht mitmachen. Ich würde sagen,
wir gehen einfach außen rum irgendwie hin. Do you trust me? Yes. Then trust me. Es ist schon ziemlich dämlich, aber okay. Dann Feuer zu legen. Eieiei, mitten im Wald. Ich meine, selbst wenn man weiß, die haben einen Feuerlöscher, man weiß nicht, vielleicht sind die dumm und denken nicht sofort daran und oh Gott, da brennt ja schon neben. Nee, das ist schon. Ich meine, und auch die ganze Arbeit, der Bär, das ist ja auch ein Punkt. Ich supporte das, was er gerade hier macht, nicht. Ich distanziere mich von diesem sehr dämlichen Plan, für den es auch hundertprozentig eine andere Möglichkeit gegeben hätte, um zu Dicky zu kommen, einfach. Es ist ja nicht so, wir hätten ja auch einfach sagen können, wir gehen, tschüss, düdlüdüd, und gehen dann durch den Wald hier irgendwie hier andersrum hin. Es ist ja unmöglich, durch den Wald zu gehen. Oh, shit, shit, what the hell? I've been looking for you, we need to talk. Oh no, look, I'm real sorry, I clocked you and shit. Clock me? You were the one that broke into Anna's house. You took something from Nick's computer. What was it? Where is it? I didn't know what was gonna happen, man, I swear. I'm a nobody, all right? I'm just a guy trying to get by, that's all. I just want to take care of my moms and live life, man. And I've been trying to find a way out all my life. I just agreed to talk to him for just like a quote or something. I don't have time. What did you steal? His notes about his article. About the dealing and the drugs and... Ja, aber hat dich jemand beauftragt? Das ist ja die Frage. Du bist ja wahrscheinlich nur ein kleiner Fisch. Wer ist über dir? What'd you do with them? Where are they? I don't have them, man. I left the stick at the dead drop up at Makeout Point. Am Rumpf. He'll pick it up soon, and then it's done. No proof, nothing. Who's coming for it? Tell me who's coming for it. My boss, Declan. His name is Declan. Der Polizist. Declan. Es ist so oft diese Vorstadtpolizisten. Everyone knows him. Oh man, I'm totally fucked now. When he hears I snitched again, I'm fucking done. Die Vorstadtpolizisten. How was I supposed to know Nick was gonna stir shit up? Are you saying he's involved in Nick's death? Tell me. Come on. Just let me go. Please, I already told you everything. No, just let me go, all right? I really got. You're not going anywhere until you tell me what happened. So? Oh, hell, man. Declan made me set up a meet with Nick, all right? I thought they were just gonna talk his shit. Hmm. Nick freaked out when he saw Declan. He tried to bail. But Declan caught up and hit him behind the head. Then Nick dropped, man. He dropped like that. Declan aber, said he didn't mean to. Aber dadurch hat er ihn ja auch nicht umgebracht. Oder hat er ihn da schon umgebracht und wollte es durch das Abfackeln des Autos nur vertuschen? Hm. Also dadurch, dass. Also. Dann war Nick vielleicht nicht ohnmächtig, sondern schon tot. I'm gonna kick the shit out of you. Sam. Sam, we have to get out of here. Shut up. Your ass ain't any better. You brought him here. You had this coming. I can explain. Oh, you'll explain, all right. Someone give me my rifle. You're leaving. God damn it, woman! Was war jetzt der Unterschied, dass ich beruhigen gedrückt habe und nicht sofort gehen? Das war doch jetzt wieder eine Fake-Entscheidung. Das ist so beides quasi jetzt auf sofort hingehen hinausgelaufen. Also langsam, ich finde es halt echt lame, wenn man merkt, dass das Fake-Entscheidungen sind, die nicht wirklich Entscheidungen sind. Ich finde das echt lame. Dann lasst doch die Entscheidungen weg.